Hallo Leute und willkommen hier bei mir AppleCat und bei einem Unboxing eines Fire HD 10 Tablets aus dem Jahre 2019, also die Amazon Tablet Reihe in der neuesten Auflage mit 32 GB Speicher, 1080p Display und einer Bildschirmdiagonale von 10,1 Zoll und das schauen wir uns heute mal an, denn ich hatte mal wieder Lust, ja, mir die Android-Tablet-Szene so ein bisschen mal anzuschauen oder generell mal wieder ein Android-Tablet zu testen. Und da finde ich persönlich hier die Tablets von Amazon doch immer noch am interessantesten, denn die haben einen recht günstigen Preis und bieten dafür, glaube ich, recht viel. Ob das jetzt genug ist, mich zu überzeugen, das werden wir noch herausfinden, Freunde. Erstmal zu den Grunddaten. Ich habe hier die kleinste Speichervariante geholt mit 32 GB internem Speicher, denn wir können den Speicher hier aufrüsten. Bis zu 512 GB kann hier aufgerüstet werden mit einer Micro-SD-Karte, denke ich doch. Wir haben ein 10,1 Zoll Display, 1080p Full-HD-Auflösung, 1920x1200. Ein Octa-Core-Prozessor steckt hier drin und der soll im Vergleich zum Vorgängermodell 30% schneller geworden sein. So, aber jetzt schauen wir mal hier ins Unboxing. Hier ziehe ich schon mal das komplette Innenleben raus. Ihr seht, hier ist nichts mehr in der Box, also kann die einmal zur Seite gestellt werden. Dann haben wir hier einmal das eigentliche Fire TV Tablet, das Fire HD 10. Das lege ich aber noch mal ganz kurz hier an den Rand und wir schauen mal weiter. Hier typisch Amazon Logo, das Lächeln und dann steckt hier noch ein wenig Zubehör mit drin. Wir haben einmal ein Hallo Fire HD 10. Hier wird ein bisschen erklärt, da ist die Kamera, da ist die Lautstärke, da ist der Ladeport und ja, wie man das Teil auflädt. Sehr schön. Dann hier natürlich die wichtigen Sicherheitshinweise. Dann haben wir noch das Ladekabel mit dabei. Und wenn ich das jetzt hier mal auseinanderdrösele, dann seht ihr gleich etwas, was mich persönlich sehr freut. Denn wir haben hier einen USB Typ C LAN-Anschluss am Fire HD 10. Und das finde ich immer gut. Das ist zukunftsweisend und so soll das auch sein. Kein Micro-USB mehr, Freunde. Nein, nein, nein. Das soll sein USB Typ C. Und dann müsste doch hier, jawohl, auch noch das Ladegerät drinstecken. Da haben wir es, das typische Amazon-Ladegerät. Lasst mich das mal schnell auspacken. Das ist aber hier sehr gewissenhaft eingedröselt, Amazon. So, da haben wir es und wir haben hier einen Output von 5,2 Volt und 1,8 Ampere. Also ein, hier oben steht es auch, 9 Watt Netzteil. Das ist jetzt hier nicht ein richtiges Powerpaket, aber ja, das wird schon reichen. Wir schauen mal, man hat ja etwas Zeit zum Laden. Aber nun kommen wir zur Hauptattraktion, zum Fire HD 10. Erstmal vom Gewicht her, ja, für die Größe gar nicht mal so schwer. Also, ich bin gespannt, packe es aus. Ihr seht, ich habe hier die schwarze Variante. Und das ist gar nicht die, die ich eigentlich haben wollte, denn es gibt das Ganze ja noch in Weiß und in Blau. Und ich wollte eigentlich die blaue haben, aber die hatte eine längere Lieferzeit als die schwarze. Und da ich ja manchmal ungern warte, ja, habe ich mich dann eben doch für die schwarze entschieden. Wir haben hier ein komplettes Kunststoffgehäuse. Kann man hier schön sehen. Natürlich hier nochmal mit dem Amazon-Pfeil, dem lachenden Mund. Oben links haben wir dann die Kamera mit einer Auflösung. Ja, das ist eine gute Frage. Lasst mich mal kurz schauen. Kann ich jetzt gar nicht finden, wie hoch die Auflösung ist. Werde ich aber nachreichen in meinem Review. Auf jeden Fall hier einmal die Rückkamera. Da unten haben wir noch ein paar Daten stehen, CE-Zeichen und so weiter. Ganz unten drunter auf der Unterseite, da ist gar nichts. Und dann auf der nächsten Seite finden wir ja die beiden Lautsprecher. Wir haben Stereo-Lautsprecher, die beide hier nach oben oder eben nach unten feuern, je nachdem, wie man das Teil hält. Auf die bin ich wirklich sehr gespannt, denn für mich wird das hier hauptsächlich ein Medienkonsumgerät, das heißt Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, will ich mir hiermit mal anschauen. Und mich hat interessiert, taugen die Lautsprecher was oder nicht? Es gibt ja schon so viele Tests auch im Internet und auf YouTube, aber keiner hat so richtig was zu den Lautsprechern gesagt oder die mal so richtig getestet. Zumindest habe ich nichts dazu gefunden, also schaue ich mir das einfach mal selbst an. So, auf der nächsten Seite finden wir einmal die Lautstärke-Wippe, die, die fühlt sich so ein bisschen schwammig an. Also hat keinen so einen knackigen Druckpunkt, aber wird schon in Ordnung gehen. Unten drunter den 3,5 mm Klinkenanschluss, dann hier einmal ein Mikrofon, den USB-C Ladeanschluss und den Power-Button. Und den drücke ich auch direkt mal und wir schauen, hier müsste ja Strom drauf sein und das Gerät, da haben wir es,
beginnt direkt hochzufahren. Und ja, derweil kann ich euch sagen, wir haben hier nur noch einen kleinen Anschluss auf der letztverbliebenen Seite und da wird dann wohl die MicroSD-Karte reinkommen für die Speichererweiterung. Und damit wäre der Rundgang schon mal beendet, außer hier vorne haben wir natürlich nochmal eine Frontkamera mit eingebaut und ja, das war's. Die Ränder, sieht man sofort, die sind ja, für 2019 oder auch für 2020, ich sag mal, recht prominent. Also hier oben an den Seiten finde ich, das geht, aber hier, das sind schon ziemlich breite Ränder. Dennoch, man darf ja nicht vergessen, wir bewegen uns hier in einem Preisbereich von 150 Euro UVP. Und natürlich noch günstiger, wenn ihr abwarten könnt, am Prime Day, am Black Friday, da bekommt man die Teile hier oft schon für 99 Euro. So, aber ich würde sagen, jetzt richten wir das Fire HD 10 Tablet mal ein und dann schauen wir noch mal kurz drüber. Erster Eindruck zum Display, das sieht ganz gut aus, vielleicht ein kleiner Gelbstich mit drin, ich weiß nicht, ob man das gut erkennt, hier mit meiner weißen Hintergrundtischplatte. So, ich wähle aus, in welcher Region ich bin, in Deutschland, gehe einmal auf Weiter und jetzt wird hier nach den Netzwerkverbindungen gesucht. Man kann, Updates werden installiert, bitte haben Sie einen Moment Geduld, während Fire aktualisiert wird. Das ist ja, hat er hier schon, oh, tatsächlich, schaut euch an, ich habe wohl angeklickt. Ja, ich habe angeklickt. Man kann sofort beim Kauf hier anklicken, dass das Tablet mit seinem Amazon-Konto verbunden wird und gekoppelt wird. Und ich dachte, ich hätte es nicht getan, aber ich habe es doch getan, denn hier oben steht direkt mein Name, hier steht schon mein WLAN und ja, ich kann sofort auf Weitergehen, denn er hat mein WLAN-Passwort da wohl schon gespeichert, wie es aussieht. Jetzt können wir hier noch Standortdienste aktivieren, Fotos, Videos automatisch speichern in der Amazon Cloud und WLAN-Passwörter auf Amazon speichern, wird hier alles angegeben. Das mit den WLAN-Passwörtern mache ich mal weg. Standort ist okay, Fotos automatisch speichern ist für mich auch völlig okay. Gehen wir nochmal auf Weiter. Fire jetzt aktualisieren, es ist ein 319 MB Update verfügbar. Okay, und zwar gibt es hier Aktualisierungen für neue bestehende Funktionen, sodass Sie mehr mit Ihrem Tablet tun können. Okay, Leistungsverbesserungen und behobene Fehler. Das ist eine gute Sache. Dennoch sage ich, später aktualisieren, denn ich will hier erstmal reinkommen. Und, oh, schaut es euch an, wir haben ein Erklärvideo. Also, Feuer frei. Sehen Sie Filme, lesen Sie Bücher oder fragen Sie Alexa nach dem Wetter. Ihr neues Fire-Tablet bietet Ihnen viele Möglichkeiten. Alexa, wie bereit. Gerät gesperrt. Jetzt habe ich die Sprachsteuerung aus Versehen aktiviert. Ich wollte auch nur lauter machen. Ach, hier unten ist die Lautstärkeanzeige. Heieiei. So, ich drehe die nochmal ein bisschen hoch und weiter geht's. Wie ist die Wettervorhersage für morgen? Ja, das war doch mal eine ziemlich ausführliche Übersicht und das eine wusste ich noch gar nicht, dass man hier auch direkt Alexa mit drin hat und dass man dort dann eben auch quasi das Tablet nutzen kann wie einen Echo Show. Also interessant, muss ich unbedingt ausprobieren. Erste Schritte mit Alexa, okay, Alexa muss ich auf jeden Fall aktivieren. Möchten Sie dieses Fire-Gerät kinderfreundlich? Nö, ich habe keine Kinder im Haushalt, brauche ich nicht. Kindle Unlimited, jetzt testen, 30 Tage zahlungspflichtig, nein, danke, sage ich dort mal. Also man wird hier schon direkt natürlich mit den Diensten konfrontiert von Amazon, ist ja ganz klar, eigentlich ist das hier auch ein Werbeträger. Was haben wir hier? Genießen Sie Videos, die bereits in Ihrer Prime-Mitgliedschaft enthalten sind. Ja, weiter. Nee, was soll ich denn jetzt hier machen? Weiter, ich will jetzt kein Video schauen, jetzt nicht, dankeschön. Und weiter geht's. Kostenlose Apps, jetzt auch nicht. Und da haben wir es geschafft. Wir sind auf dem Homescreen angekommen und ich habe eben schon mal so ein bisschen das Tablet gekippt und wollte mir oder habe mir angeschaut, wie hier so diese Blickwinkel sind und die sind gut. Also auf den ersten Blick wirkt das wirklich nach einem guten oder wirkt das wie ein gutes Display. Also der erste Eindruck, leicht gelbstichig, finde ich jetzt irgendwie immer noch hier, gerade bei den weißeren Flächen hier bei dem App Store, wo Apps steht und so. Aber insgesamt macht es einen guten Eindruck. Von der Auflösung her sieht es auch in Ordnung aus. Blickwinkel, Helligkeit, schauen wir nochmal. Helligkeit, also hier müsste ich ja mal runterziehen können. Genau, und irgendwo hier. Ah, hier habe ich es schon. Helligkeit ist schon auf maximal, weil ich hier ein sehr helles Licht habe. Also das wäre die Minimalhelligkeit und dann schrauben wir es mal hoch auf maximal.
Ja, ich denke, für drinnen ist das auf jeden Fall ausreichend. Draußen in der Sonne, bei direktem Sonnenlicht, könnte es vielleicht ein bisschen eng werden, aber auf den ersten Blick schaut es gut aus, das Ganze. Und wir haben hier einmal die erste Seite. Dort sind die schönen Apps zu sehen, die hier installiert sind. Gibt es hier noch irgendwie einen App-Drawer? Ich weiß es gar nicht mehr. Es ist ewig her, dass ich so ein Fire-Tablet genutzt habe. Auf der nächsten Seite finden wir dann den Bücherstore, dann Videos von Amazon Prime Video, Spiele und Apps. Das hier ist eigentlich ja, man sieht es, eine Verkaufsplattform. Ihr könnt direkt hier bei Amazon shoppen. Könnt euch Musik anhören, bei Audible mal durchschauen. Ach hier, Doctor Who muss ich auch nochmal hören. Und natürlich auch zum Zeitungskiosk gelangen. Also ganz, ganz viel zum Verkaufen. Und ich habe hier auch die Version, die, wie sagt man es, die Werbung anzeigt im Lockscreen. Mal schauen. Da kann man sehen, hier kriege ich direkt Werbung angezeigt. Das Ganze gibt es allerdings auch werbefrei. Kostet dann eben bei der Erstanschaffung ein klein wenig mehr. So, jetzt will ich aber mal wissen, wie viel Speicher habe ich denn hier noch frei von meinen 32 Gigabyte? Also, wir schauen mal rum irgendwo hier, da ist der Punkt Speicher und wir haben interner Speicher 25,06 Gigabyte frei von 26,51. Komische Anzeige. Auf jeden Fall haben wir noch 25 Gigabyte rund frei. Das bedeutet, 7 GB machen hier das Betriebssystem aus. Das ist ein Wert, der ist, ja, finde ich eigentlich okay. Wo ich mich hier noch mal ein bisschen dran gewöhnen muss, ist natürlich das, ja, Bedieninterface hier von Amazon. Das ist ja schon ein bisschen eigen, das Ganze. Wobei es mir nicht mehr so schräg vorkommt, wie es mal war. Auch schaut mal hier kann ich in den Show-Modus wechseln. Das mache ich mal direkt. Dafür einmal rumdrehen und jetzt können wir das Ding benutzen wie einen Amazon Echo Show. Und ich muss mal hier meine richtige Alexa kurz stumm schalten und dann probieren wir es mal. Und ich sage, Alexa, wie hoch ist der Eiffelturm? Der Eiffelturm ist 300 Meter hoch. Ja, funktioniert. Alexa, spiel Musik von Nickelback. Zufallswiedergabe der Songs von Nickelback auf Amazon Music. Alexa, stopp! Alexa, Showmodus verlassen. Entschuldigung, welches Gerät? Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Das ist mal eine gute Frage. Also das mit der Sprachsteuerung funktioniert hier auf jeden Fall gut und ich bekomme hier, das ist ja cool, den Songtext angezeigt, mal richtig zum Mitsingen. Aber ich will hier wieder raus aus dem Showmodus. Wie komme ich hier wieder raus? Das haben Sie nämlich gar nicht gesagt. Ach hier. Kontrollzentrum runterziehen, Showmodus beenden und wir landen wieder auf der, na, wo sind wir denn? Auf der ganz normalen Oberfläche. So, einmal beenden. Und da hätten wir es wieder. Jetzt mache ich mal hier ganz kurz noch einen Blick auf die Kameras. Und dann habe ich hier die Kamera aktiviert. Wo war sie denn? Da in der Ecke. Und ich mache einfach mal ein kurzes Foto. Und dann schauen wir uns das mal an. Tja, und das ist das Foto, das ich eben geschossen habe. Und wenn ich da mal reinzoome, ja, man sieht da schon sehr, sehr schnell, das ist keine tolle Kamera. Also hiermit will man nicht rumlaufen und dann Urlaubsfotos knipsen oder sowas. Macht man mit dem Tablet ja eh nicht. Aber ja, für einen kurzen Schnappschuss wird es wohl mal reichen. Aber viel mehr würde ich hiermit dann nicht veranstalten. Gehen wir nochmal zurück in den Kameramodus und schauen mal ganz kurz noch, wie komme ich denn hier zur Frontkamera? Wahrscheinlich hier einmal drehen. Jawohl, und dann sind wir hier in der Frontkamera drin und machen auch da mal Daumen drüber, ein kurzes Foto. Schauen uns das mal an. Ich denke, von der Frontkamera dürfen wir nicht wirklich mehr erwarten. Oh mein Gott, schaut nur nicht so genau hin. Also kameramäßig wird das hier schon mal keine Offenbarung werden, aber darum geht es mir bei dem Gerät auch gar nicht so sehr. Was mir hier aufgefallen ist, positiv, es dreht sich recht flott. Also es hat zwar so eine halbe Sekunde Gedenkzeit, aber diese Rotation, die klappt schon mal ganz gut. Und so auf den ersten Blick, die Performance macht einen brauchbaren Eindruck. So, und naja, von der Dicke her, es ist schon ein bisschen dickeres Gerät. Also erinnert mehr an frühere Zeiten, ist natürlich kein iPad Air und für den Preispunkt für meinen Geschmack völlig in Ordnung hier. Und so auch insgesamt das haptische, klar, Plastikbomber, sage ich mal, aber liegt eigentlich ganz gut in der Hand. Ich bin jetzt unheimlich drauf gespannt, wie sich das Teil hier im Alltag schlägt. Und vor allem, ich werde es jetzt so nutzen,
wie das Ganze hier gedacht ist von Amazon, nämlich nur mit dem Amazon-eigenen App Store. Werd mal schauen, ob ich da alle Apps bekomme, die ich hier installieren möchte und die ich normalerweise nutze auf meinem Tablet und ob ich damit gut klarkomme. Es gibt natürlich auch immer noch die Möglichkeit, den Google Play Store hier nachzuinstallieren, aber Amazon sagt ganz klar, wenn ihr das macht, dann ist eure Garantie flöten gegangen, Freunde. Also, wir schauen erstmal, wie sich das hier so normal schlägt und ja, wenn ich da vielleicht nicht hundertprozentig mit zufrieden bin, dann schaue ich auch nochmal, wie das Ganze installiert wird hier mit dem Google Play Store. Also, es bleibt auf jeden Fall interessant, es bleibt spannend, Freunde. Ich halte euch auf dem Laufenden und werde auf jeden Fall meinen Erfahrungs- und Testbericht hier mit euch teilen. Also seid auch ihr gespannt, was bringt so ein 150-Euro-Tablet, ein Android-Tablet noch dazu von so einem Apple-Freak wie mir? Naja, wir finden es einfach mal raus, ob das meine Gelüste und Bedürfnisse, die ich an so ein Tablet habe, befriedigen kann oder ob es für mich dann doch eher ein Reinfall ist. Ich bin sehr gespannt, gehe ganz offen an die Sache ran und verabschiede mich schon mal hier vom Unboxing, Freunde, und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Mi Apple Cat. Macht's gut. Alexa, sag auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tja, also, abschalten.